die Koblenzer Innenstadt. Mittlerweile nur noch ein traurig schöner Anblick. Die Straßen sind fast leer und Einkaufsläden haben Lockdown-bedingt geschlossen. Dass viele Berufsgruppen um ihre Existenzen bangen müssen, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, ist kein Geheimnis mehr. Und doch fühlen sich viele ungehört und nicht ernst genommen. So auch der Einzelhandel. Also grundsätzlich haben wir bis jetzt überhaupt keine Hilfen bekommen, keine Überbrückungshilfen, weil wir ganz einfach den großen Fehler gemacht haben, zwei neue Geschäfte zu eröffnen. Und das heißt, diese beiden neuen Geschäfte werden grundsätzlich, bekommen gar keine Hilfen. Alles, was nach dem 1.11. eröffnet wurde, vorletzten Jahres, bekommt keine Hilfen. Aber man muss ja eine Gegenüberstellung des Umsatzes bringen, also 2020 zu 2019. Und dann nimmt man natürlich die zwei neuen Läden gerne umsatzmäßig wieder mit rein. Dann ist natürlich die Gegenüberstellung immer sofort kaputt. Das heißt, wir fallen dann komplett raus. Und das geht vielen, vielen anderen Einzelhändlern, die andere Probleme haben, Hilfen zu bekommen, genauso. Es gab schon viele einfallsreiche Aktionen verschiedenster Gruppen, um auf den Notstand und die Existenzängste der Betroffenen aufmerksam zu machen. Arlette Caballo startete mit Kollegen eine eigene Aktion unter dem Motto »Hier stirbt der Einzelhandel«, um auf ihre schwierige Lage in Corona-Zeiten aufmerksam zu machen. Wir haben die erste Überlegung, weil wir einfach mit unseren ganzen Videos, die wir gedreht haben, nicht weiterkamen und wir einfach gehört werden möchten von unserer Regierung, dass der Handel halt im Moment wissentlich in meinen Augen komplett gegen die Wand gefahren wird. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun? Und meine Nachbarin, muss ich dazu sagen, in Köln, die ein alteingesessenes Wäschegeschäft in der Mittelstraße hat, die kam eigentlich auf die Idee mit diesen Skelettkostümen. Und dann haben wir gesagt, okay, legen wir los und haben dann damit erstmal in Wiesbaden begonnen, weil wir da 7 schöne große Schaufenster haben. Und es hat geregnet an dem Tag ohne Ende und es waren so viele Leute, die das toll fanden, die also wirklich davor standen und also applaudiert haben, gefilmt haben, fotografiert haben. Und genau das wollen wir. Wir wollen auch, dass die Menschen kapieren, was passiert, weil ich glaube nicht, dass sie das wissen, dass der Handel wirklich komplett vor dem Aussteht. Die Geschäftsfrau möchte vor einer Verlängerung der Schließung im Einzelhandel warnen und kritisiert die Hilfemaßnahmen von Seiten des Staates. Wenn eine Bundesregierung ganz einfach solche Entscheidungen fällt, indem man sagt, man schließt den Handel, man schließt das, dann muss man sich auch im Vorhinein als Regierung darüber im Klaren sein, dass man genau diese Sachen, die man da verursacht, diese Existenzen, die man vernichtet, dass man die auffangen muss. Das ist ja wohl ganz logisch. Vielleicht denkt sich der oder die ein oder andere, warum lagern die Geschäfte nicht einfach ihre Waren ein und verkaufen normal weiter, wenn die Läden wieder öffnen dürfen? Ganz so einfach ist es leider nicht. Unser Problem ist, dass wir wirklich jedes Mal ein halbes Jahr vorher ordern. Das heißt, zu der Zeit des ersten Lockdowns hatten wir zweimal geordert. Einmal schon für den Sommer und einmal jetzt für den Winter. Und jetzt haben wir die dritte Order im Sommer abgegeben, die uns auch noch mal hart trifft, weil wir da wieder etwas mutiger waren. Weil Herr Spahn hat ja zu der Zeit geäußert, dass also ein Lockdown nach dem heutigen Stand, so hat er sich ausgedrückt, gar nicht hätte sein müssen und ein zweiter nicht kommen würde. Irgendwo drauf muss man sich ja verlassen. Also sind wir beim Ordern wieder etwas mutiger gewesen für den nächsten Sommer. Die Frage ist, für 6 Läden, andere haben 10 Läden, manche auch nur einen Laden oder 2, wie soll man noch weiterhin Ware bezahlen können, die nicht abverkauft wird? Wir ersticken an unseren Warenbeständen. Wir gehen daran kaputt. Und wir haben keine Gelder mehr, in die nächste Order zu gehen. Hoffen wir nun, dass Staat und Einzelhandel eine möglicherweise sogar gemeinsam durchdachte und endgültige Lösung für diese Krisensituation in Pandemiezeiten finden werden. Bis dahin können Sie sich schlau machen, ob auch Ihre Lieblingsläden einen Online-Bestellservice anbieten, um somit ein wenig zu helfen.